Einen schönen guten Morgen. Ein bisschen verschlafen schaue ich hinaus. Bin gerade aufgestanden. Und wir sind wieder im wunderschönen Friaul. Haben da ganz einen netten Schlafplatz gehabt, bis 16. Also echt top. Schon langsam hört man schon ein paar Autos, das heißt, wir werden auch munter. Und schwenke ich da mal um. So, schaut ein bisschen besser aus. Und für uns geht es heute Richtung Chiusa Forte. Wir werden da was Neues ausprobieren. Wenn es funktioniert, sind wir froh. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir was anderes machen. Relativ wenig dreht, relativ viel Tragen. Drin ist die Vicky schon am Wuseln. Morgen. Und genau. Man muss ja bei so Sachen, was Neues ausprobiert, immer im Hinterkopf haben. Gut, wenn es nicht funktioniert, auf sich selber nicht besser sein, weil kleine Aufzahl, es geht nicht alles. Hoppala, sein tut es ja so, dass da in der Gegend von Chiusa Forte oder relativ viel Militäranlagen sind. Das heißt, da hinten im Gebiet brutal viele Befestigungen. Und da muss man halt immer schauen, was von denen noch aktiv ist, beziehungsweise was da noch funktioniert, dass es Sinn macht, weil viel ist dann abgebrochen bei so Wassergräben und so. Aber genau. Ja, jetzt haben wir was frühstücken und dann geht es für uns gleich mal los. Ja, da ein bisschen ein Einblick. Bei uns ist dieser Microcamper relativ kompakt, der Peugeot-Partner. Das heißt, vorne ist Bad mit Schminkdings, genauso wie Arbeitszentrale. Mit Strom, hinten schlafen und dabei die ganze Sache. Da sind unsere Utensilien, Frühstück on the way, in der Früh noch kurz, mit ein bisschen Kaffee, wenn es sich überhaupt ausgeht. Dafür am Berg dann ausgiebig. Und genau, da hätten wir aber noch mal Krisen zum Ausfahren und zum Einsparen und fahren zum Dichtmachen. Und wir haben uns deswegen auch für das Auto jetzt entschieden oder fahren gerne mit denen, weil der halt diesen Donchel Allrad-Umbau hat. Das heißt, der ist hergelegt und hat Sperre hinten. Vorne das erste Gang ist stark untersetzt. Da liegen noch Wiestel, Salanettis. Nehmen wir auch mit. Und hat eine Fahrwerksveränderung, das heißt so in der Gegend hier Friaul oder so Sachen oder Westalp, wo wir halt einfach abseits wo fahren wollen, ist der mit der Länge halt jetzt nicht praktisch. Klar, ein Nachteil ist, man hat extrem wenig Platz und muss sich halt alles einteilen und man muss halt schauen, wie man tut. Also natürlich so im Herbst dann wird es halt dann schon interessant, aber man muss die Abstriche machen, so geht es so. Ja. Alles miteinander geht nicht, weil man merkt halt jeden Kilo im Gelände, wo wir gestern und nachher gefahren sind, schnachts noch über sowas drüber, da fährst du halt mit dem perfekt. Und wir fahren da so Allwetterraffen um, mit M&S-Markierung aber. Das heißt, der hat schon Lamellen um und das hat halt den Sinn, auch wenn wir oft höher wo sind oben und das schneit mal, dann kommen wir halt noch weiter, deswegen fährt der das genau auf normale Stallfelgen. Ja. Bis jetzt sind wir super durchgekommen. Wir verbringen ungefähr so 30 bis 40 Nächte im Jahr in den Auto im Sommer, so im Schnitt. Wir schaffen so 3-4 Nächte komplett autark, dann ist unsere Batterie und alles laden und fahren wir wieder mal Unterkunft, ja. Apartment für 2 Nacht und dann geht es für uns wieder weiter. So ist es bis immer aufgehört. Läuft ganz gut. Und wie für die Wicke ist es sowieso ein Bus. Ja, ist echt geil zum Schlafen. Ja. Also wie du schon gesagt hast, nicht viel Platz, aber der Platz ist jetzt auch nicht. Nein, überhaupt also nicht. Also, genau. Genau. Ist ein bisschen kleiner wie ein D3, kann man sagen. D3 Synchro, ein bisschen kleiner ist er halt. Und ungefähr in der Klasse spielt es ja mit. Nein, das passt schon. Ja. Was gibt es heute zum Frühstücken? Das sind keine Plastik, das sind so Bambusschüsseln, das ist halt kein Glas ist und auch nicht. Also gibt es die Bambusschüsseln zum Frühstücken? Bambusschüsseln? Nein. Haben wir. Aber du hast mir Milch rein und Lions, bitte. Du hast es ja schon gesagt, es gibt Milch mit Lions. Wow. Rar. Was ist da bei den Lions oben? Na, Katzel, schau, na, Katzel ist da oben. Also fürchten das Katzel. Wow. Jetzt wird es fragen, wie tun wir, wenn es jetzt über die Nacht regnet? Wir schauen uns das aber an, wettertechnisch auch. Wenn es jetzt regnen würde und so, würden wir die Markisen ausfahren. Und dann können wir natürlich das, was wir jetzt in der Früh machen, im Trockenen machen. Das heißt, die Markisen, wie ich gesagt habe, ist da oben, hinter dem Bike. Und die geht ungefähr bis hinter die Uxergasse. Ich glaube, 2 Meter oder 3 geht die raus. Ja. Genau. Aber jetzt haben wir Frühstück. Hunger. Frühstück. Nervt. Hunger.
Gut, also wir sind jetzt schon beim Auferschirm. So schaut unser Weg aus und das ist ja richtig cool. Wir haben gesagt, wir probieren den jetzt mal, gell? Oder den Herr zumindest. Also wir haben den schon lange mal da und da ist ganz eine coole Badebucht in der Gegend. Und jetzt haben wir gesagt, sicher ein alter Militärsteig, hat sich bis jetzt bestätigt, alles Lost Places und so. Wir hoffen, wenn der Weg so bleibt, wir schaffen es auch einen Gipfelhaufen. Aber wenn er so ist, haben wir eigentlich kein Bleck unten. Wir heißen uns jetzt um, das heißt, wir haben unser Hookerbike drauf. Und wer in der Gegend Friaul ist und jetzt sind so gemauerte Wege, wer da sechs Mauerfragmente auf. Das sind alles historische Pfade. Wenn man auf den ist und man hat nicht zu viele Wasserquerungen, dann funktioniert das meistens immer mit recht einer coolen Geschichte. Ungefähr 100 Höhenmeter gemacht auf. Und der Trail ist einfach nur noch einladen. Unten winkt die Wicke. Bei einer Flowing S3 Stelle bei euch gefunden. Ja, echt cool. Also das Einzige, was ich ist, wenn nicht über 1000 Höhenmeter jetzt zum Schirm und dran. Aber man wird entschädigt mit solchen Lost Places wie da. Sollen wir da reingehen? Was sagst du? Sollen wir da durchschneiden? Schauen, ob ich die Lampen habe. Dann hupfen wir schnell rein. Jetzt hupfen wir dann rein. Hey, richtig krass, seht ihr das? Das ist da aus dem Ersten Weltkrieg. Und richtig heftig. Wenn man da noch so umschaut, dann kommt man immer wieder zu Schießscharten, wo das war. Dann hat man halt genau da jetzt die Autobahn, früher den Anbereich drinnen. Einfach richtig, richtig heftig. Jetzt gehen wir da oben noch, wenn es nicht zu weit ist. Weil ein bisschen Kraft müssen wir noch sparen. Boah, krass ist der verwinkelt. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch gesagt. Da liegen ein Haufen Knochen, seht ihr das? Da hat irgendein Viecher gezahlt. Ja, genau. Da ein bisschen langsam gehen, aber. Das ist die zweite Schießscharten. So richtig krass da aussehen. Wahnsinn. Also man sieht, diese Touren da, mit massiven Knochen, sind schon richtig andeutig und eigentlich fast bei uns vor der Haustür. Ich meine, jetzt macht er das ganz viel Fun, so zuschauen, aber natürlich muss man denken, wie schlimm das für die Leute, weil das da euch fahren. Ja, wieder raus. Und da kommt die Vicky daher. Vicky! Das Rot ist meine Jacke, stimmt. War voll cool da durch. Ganz, gehst bis von den Felsmauer. Ja. So, schaut euch das einmal an. Wie verrückt das von da oben ist, da unten geht die Autobahn. Und wenn man sich die Hänge da so anschaut und die Berg, dann glaubt man nie, dass der Weg rauf geht. Nein. Aber es geht dann rauf. Senkrecht. Und senkrecht. Und da oben ist er sogar mit Stufen gemauert, betoniert an die Mauer. Das ist echt der Wahnsinn, der geht da um. Wir werden einen Spade Explorer und ich vermute, dass da übelst geile Gumpen drinnen ist. Wahrscheinlich. Da ist der Wasserfall. Wo die Wicke steht, geht es fast 200 Höhenmeter senkrecht durch. Also wirklich krass, krass, was da gebaut worden ist. Und ich gehe jetzt ein bisschen Viecher mit euch. Das fasziniert mich in der Gegend halt so, weil durch die ganzen Bewegungen, was da unten gegeben hat und Erschließungen aus der Vergangenheit, sind natürlich total crazy Wege ergeben hat. Und wie man sieht, seht ihr das, ist geil. Also richtig geil. Haben sie da Stufenmärche betoniert. Das ist einfach nur noch geil. Wow, großes Kino. Flowiger, was hat das, S4? Ja, S3, S4. Was Flowix. Ja, cool. Die Wicke ist beim Umziehen, weil es schon warm ist. Ja. Und wenn du einen grandiosen Blick schon Richtung Valresia eigentlich, da das nächste Tal, was ist. Da unten ist Chios der Forte und das, was da das nächste mit Schnee ist, dann Valresia schon. Absoluter Wahnsinn da. Starker Bewuchs noch,
Aber um die Jahreszeit glaube ich ganz gut und vor allem von der Vegetation auch. Im Sommer glaube ich recht ein warmer Berg. Frühjahr, Herbstgeschichte, sicher eine coole Sache. Bis jetzt ein Traum der Wege 60. Wow, großes Kino. Also wirklich großes Kino. Und ja, ich hoffe, der begleitet uns hinauf. Bis jetzt ist das alles gemauert. Also ihr seht es da. Komplettes Mauerwerk. Von unten bis oben. Und das ist schon bis jetzt einmal eine gute Sache. So kommen wir jetzt sogar wieder fahren. Richtig, Alter. Voll cool. Also echt gut. Ja, es geht ja. Voll idyllisch, oder? Voll. So. Gut. Teilweise haben wir wieder ein bisschen Tragepassagen drin gehabt. Jetzt lassen wir es noch um. Geht jetzt ganz gut um. Und ich schwenke jetzt gerade mal kurz raus. So ein bisschen zur Info. Also, es schaut bei uns genauso aus wie auf der Gegenüberseite. Wahnsinn, was da vor Wege reingebaut ist. Das ist echt heftig. Und so schaut er da aus. Ich bin schon so gespannt auf den Ausblick. Weil der wird wahrscheinlich bombastisch werden. Also, vor allem da Richtung Patoko da oben und Richtung Montage, da geht es sehr an die Wehreiche. Man schaut schon, man wird sehr, sehr dings. Und was halt richtig krass ist, auch was man nicht vergessen darf, es war ja Krieg, weil zum Beispiel da liegt eine Schaufel noch. Wow, stimmt. Ja, und das ist halt echt. Nur mit sowas haben die halt damals die Wege gebaut, nicht? Das ist schon heftig. Das Gute ist ein bisschen ahnen. Man sieht da schon durch ins Val d'Ogna. Noch ist überall Bewuchs. Am Gipfel oben soll sie jedoch bewuchsfrei sein. Und dann sehe ich mir sicher mehr. Wie viel? 1000. 1000 Schritte. Ah, scheiße, 10.000. Oh Gott. 10.000? Wie viel? 100.000? Ich glaube, ich habe Hunger, ja. Hunger hat's. Die haben Vicky macht das durch. Schreibt es in die Kommentare, ob es was durchmacht oder ob das. Alles freiwillig, okay, passt. Ja. Gut. Ja, auf uns geht's da rauf. Letzten Meter. Schaut mal, was wir da oben entdeckt haben. Jetzt wissen wir auch ganz genau, wieso der Weg da aufgegangen ist. Jetzt haben sie echt alte Kasernen oder sowas, gell? Geht bis da ganz oben. Wahnsinn! Und das ist diese riesen Kaserne, was da herum war. Es ist wirklich ein Wahnsinnsteil. Wir werden jetzt da noch bei Noah vorne ein paar Fotos gleich wieder machen, weil es cool ausschaut. Und schon unvorstellbar, was da gebaut worden ist. Da oben war sogar noch irgendwas gewesen, es ist angebrochen, wann das gebaut ist. Aha. Beim Mittelbogen, aber kann man leider nicht mehr lesen, schade, ja. Wow, da ist jetzt gerade wunderschön. Abnormal. Es ist atemberaubend einfach, dass wir jetzt wirklich seit 1200 Höhenmeter komplett einen gemauerten Weg aufgehen. Und das haben sie alles mit der Hand gemacht, das ist einfach hochfaszinierend. Mit den Hilfsmitteln, Schaufel, Spitzhacken, Picke und das war's. Und halt mit den Eseln, mit Vieh rauf. Das ist ein Wahnsinn. Unter die Gegebenheiten krieg, weil jetzt just for fun, okay, da jammer drei Stunden das Rall dran. Die hätten sich gefreut, drei Stunden das Rall dran wahrscheinlich. Und deswegen, sowas muss man schon zum Schätzen wissen, dass es sowas gibt und halt auch genießen da oben, weil die, was halt da oben haben, es leider nicht so kennen. Das ist schade. Wow. Aber alte Fotos ist leider schon voll ausgebracht, aber. Ja. Cool. Brutal. Alle Barette. Sind die Kanonen herum. Wahnsinn. Und da unten sieht man auf der Karte die Anlagen, was es da gibt noch. Da haben wir eh relativ viel gemacht. Da unten ist Kirche Vorte. Ein paar Doku-Dreh sieht man ja. Genau. Wo sind wir? Wow. Ja. Wahnsinn. Was ist das für Aussicht, bitte? Abnormal! Und wir haben halt eine Fernsicht, das ist, hey, das ist irre fantastisch. Ich bin baff. Wow. Das ist Wahnsinn. Hey, das ist irre Dorf. Mini-Kreuz haben wir auch noch. Sag heil! Okay, zack, zack! Doppelt hält besser. Alright, sagen die Leute.
Bei uns ist Jausenteil Käse, Wurst, Brot und mega Nachspeis. Aber bei dem Panorama ins Flecht die ganze Zeit einfach nur noch, schaut euch das an, das ist abnormal. Also das ist nur noch, nicht nur ein Panorama, ich finde das einfach absoluter Wahnsinn. Und das ist irre. Also Richtung Valresia zu, dann da war Slowenien, Richtung Moccio Udinese, Dolmezzo, Monte Pleuris, da geht es eigentlich Selna Nevea, Montagschaffe, Montusel, hinten ist Val d'Ogna, wo die Bikes liegen, da haben wir auch ein bisschen was gemacht, die Mittagskugel damals schon, so jetzt muss ich mich dran, weil ich keine Ölle bin. Und das ist wirklich jetzt, wir hucken auf einer Bank, gell? Ich stehe nicht einmal auf und habe den Rundumblick. Und das ganze Val d'Ogna außer, zurück dann schon eigentlich nach Österreich, Nassfeld ist da hinten nochmal das Skigebiet und Richtung Canaltal Ponteva, echt ein Wahnsinn. Und die Kehrweise, es ist absoluter Wahnsinn, wie krass es da ist und was man eigentlich da erleben kann. Ich sage das immer wieder, man muss da echt nicht weiß Gott wohin fahren oder weiß Gott wohin fliegen, dass man Abenteuer hat, weil so wie heute, wo wir geschlafen haben und jetzt da auf mit den ganzen Bauten und allem. Und wie gesagt, wir haben schon geredet, weil so eine Wege, die schaut es nicht, wenn mehr Frequenz wäre, weil die verfallen genau. Halt einfach. So wie da rund, da schaut total super aus, aber teilweise ist er echt kurz vom Verfallen und das hat einfach wahnsinnig geschaut. Auf der jeden Fall cool, dass wir da sind und ja, jetzt lassen wir uns einmal schmecken. Gut ist. Ich fahre gefühlsecht, meine Handschuhe sind irgendwie unten geblieben, die haben es lustiger gefunden, halt nicht mitfahren. Obwohl wir eigentlich echt coole von DSG gekriegt haben. Nein, ja, passiert. Handschuhe vergessen. Gehört dazu. Das machen die Bros so. Ah, ja. So schauen sie aus eigentlich. Ja. Yeah. Ja, wie ihr das seht auf der Kamera, der Winter hat Spuren hinterlassen. Im oberen Bereich sind dann und wann ein paar Bäume, unten geht es dann.
aber schon krass. Also, ja, echt Wahnsinn. Also hier der Schüler wieder aufgestellt. Ja, genau. Ja. Die Schüttel im Wegweiser haben wir aufgegeben. Zum Auto besser gesagt, weil der ist auch komplett gelegen. Also das war wahrscheinlich jetzt gerade vor ein paar Tagen, wo so das Unwetter da war. Wahnsinn. Aber es geht. Auch ich jetzt besser als Auffahren. Aber mit dem, was man rechnen sollte, auch Hangrutschungen in der Kategorie. Da ist halt dann gleich mit 20, 30 Meter vom Weg weg. Aber das gehört zum Abenteuer halt dazu, gell, da unten. Aber wie gesagt, das ist keine Seltenheit. We'll be right back.
Und der Trail jetzt hat uns zu dem geilen Wasserfall von in der Früh geführt. Wow. So, here we are. Das ist unser Platz für die Nacht. Ich glaube, man kann es aushalten. Echt total nett. Das ist so eine kleine Anhöhe auf der Fella. Die Abfahrt ist so ein bisschen tricky. Also ein bisschen ausgewaschen. Aber oh, mit halt jetzt noch die Erlebung. Es ist echt so ein bisschen langsam anfahren und geht schon. Und es verändert sich halt immer wieder. Ist echt total nett. Genau, gleich da oben ist die Straße. Ist wirklich nicht weit hoch. Und da werden wir jetzt wirklich noch was zum Essen kochen. Ich habe ein bisschen Holz zusammen dann für Lagerfeuer und das war dann eigentlich der heutige Tag. Uns hat er voll gefallen, war der erste Tag. Wir sind jetzt mehrere Tage im Weg, es ist jetzt Friaul und schneiden ein bisschen Slowenien noch, Kroatien und dann wieder zurück. Bis jetzt super gefallen, ich hoffe die Woche bleibt bei meinem Wetter, halbwegs so mit den Touren und war echt Hammer. Sogar bei der Kirsa Vater haben sie es noch kennt, weil ja, wir waren lustig. Ja vor zwei Wochen bei Doko. Genau. Wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht die Gegend kennt oder Anregungen braucht, in die Kommentare drunter. Schießt Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.